Ohne Zahnärzte keine Zähne, ohne Zähne kein Essen, ohne Essen keine Menschen und ohne Menschen keine Zahnärzte. Ein Teufelskreis, der sich hier in Österreich anbahnt. Wie lange das Land im Herzen Europas noch durchhält, niemand weiß es. Fred Schreiber für, um und aus Österreich. Wahnsinn, viele von Ihnen zu Hause und hier auch im Saal werden sich wahrscheinlich jetzt denken, scheiße, ich muss auch bald wieder zum Zahnarzt. Viele auch von bei uns im Team hier haben große Zahnprobleme, nicht nur ich, sondern zum Beispiel auch der Mann, der genau hinter dieser Kamera steht, die Sie jetzt, durch die Sie quasi mich jetzt gerade sehen. Der Mann hinter der Kamera heißt Bernhard und Bernhard, ich weiß nicht, ob das möglich ist, siehst du mich, Bernhard, du jetzt vielleicht mal kurz auf die andere Seite der Kamera kommen könntest? Meine Damen und Herren, das ist Bernhard, der Kameramann. Ein Applaus vielleicht für Bernhard. Hallo. So sieht deine Kamera von vorne aus. Ja, das hast du wahrscheinlich noch nie gesehen. Eine ungewohnte Situation für dich. Bernhard, in deine Kamera gefragt die Frage, du hattest mal einen Unfall und hast seitdem eine Fähigkeit mit deinem Zahn, auf die wir gleich zu sprechen kommen wollen. Erstmal vielleicht die Frage, was für ein Unfall war denn das? Beim Aufstieg zu einem Drehort bin ich ausgerutscht und habe mir nicht verkneifen können, einen Felsen zu küssen und das hat mich dann doch also einige Zähne gekostet. Also du bist mit dem Schädel voll von Felsen geknallt? Ja, mit dem... Okay, also das muss man machen, um dann später das machen zu können, was Bernhard Ihnen jetzt zeigen kann. Bernhard, wenn du kurz zeigen möchtest, dein kleines Kunststück, das uns alle im Team fasziniert. In die Kamera. Vielleicht einmal noch richtig. Sie sehen, er kann den Zahn runterziehen und aufschnappen lassen. Noch einmal vielleicht? In Zeitlupe jetzt. Ein letztes Mal. Ist das schmerzhaft? Nein. Nein. Ah, herrlich. Bernhard, unser Kammermann. Das war ein schöner Auftrag von einem Kieferchirurgen. Und wird mir demnächst abhanden kommen, diese Fähigkeit, nachdem dann irgendwie auf die Implantate die Kronen aufgesetzt werden. Das ist nur ein Provisorium. Und das tut aber auch nicht weh. Du hast auch keine Angst vom Zahnarzt. Ja, ich bin froh, dass ich ihn habe und weiter dann noch beißen kann mit den eingebauten neuen. Macht es jetzt eigentlich Angst, dass deine Kamera auch funktioniert, wenn du nicht dahinter stehst? Ja, ich bin ein bisschen beunruhigt, dass sie irgendwie da sich... Geh mal zurück und schauen wir mal, ob das dann einen Unterschied macht fürs Bild. Dankeschön. Okay, Gressemann, das war's. Zurück zu dir. Danke, Stresemann. Ich darf an dieser Stelle jetzt wieder erwähnen, dass Sie zu Hause die Möglichkeit haben, das Gesicht zur Angst zu wählen via Internet. Und zwar ist die Netzadresse, da muss ich mir meine Brille aufsetzen, um es zu lesen, http://tv.orf.at/. Willkommen Österreich.at und dann muss man sich ins Community-Portal durchschlagen. Gut mit Brille, ne? Der junge Sartre. Die drei Kandidaten für das heutige Gesicht zur Angst, nämlich die Angst vorm Zahnarzt, sind Kandidat Nummer 1, der brasilianische Fußballnager Ronaldinho. Er spielt, glaube ich, aktuell beim FC Barcelona und hat eine sehr interessante Zahnstellung. Na, er hat wahrscheinlich als Kind nicht nur Daumen, sondern Faust gelutscht. Ja. Kandidat Nummer 2, der Beißer, bekannt aus mehreren James-Bond-Filmen, Moonraker und ich glaube, der Spion, der mich liebt oder so, muss auch wahnsinnige Angst vor dem Zahnarzt haben, weil bei ihm ja nicht gebohrt, sondern geschweißt werden muss. Und Kandidat Nummer 3, Traumurlaub Safari. Ja. Ich bitte die Kamera auf die Hand des Krokodils zu zoomen. Die Geschichte dazu, der Tierpfleger wollte dem Krokodil die Zähne putzen und wurde dann, ich formuliere es mal so, vom Krokodil überrascht. Ja, damit du auch morgen noch kraftvoll zubeißen kannst. Ja, aber die Hand ist wieder angenäht und dem Pfleger geht es den Umständen entsprechend. Also diese drei Kandidaten gibt es, entweder der Beißer oder Ronaldinho oder das Krokodil, stimmen Sie jetzt ab im Netz, im Community-Portal von willkommenösterreich.at. Sie können aber auch jederzeit anrufen, die Telefonnummer hier in der Sendung, wenn Sie Fragen zu Zahnärzten haben oder zur Angst vor dem Zahnarzt. Die Telefonnummer ist 0800 828 000, 0800 828 000 und dann erwartet Sie dort der freundliche, liebe Albert. Der Albert betreut übrigens hier bei uns in der Sendung auch das Portal, das Community-Portal. Albert, gab es da interessante Meldungen in der letzten Woche? Wir haben so dystopischen Schnickschnack bekommen, wie von Andreas, der Angst hat vor der klaffenden Lücke zwischen Arm und Reich in der Gesellschaft.
Wir haben aber auch durchaus plausible Anliegen bekommen, wie von Ivana, die Angst vor Spinnen hat. Mhm. Man muss dazu sagen, dass das genau solche Meldungen sind, die wir weiterbekommen wollen. Vielen Dank, Albert. Danke, Albert. Und jetzt begrüße ich unseren ersten Talkgast, einen Mann, der uns tatsächlich die Angst vor dem Zahnarzt wahrscheinlich nehmen kann. Ein hochsympathischer Mann, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Er heißt Dr. Johannes Kirchner und ist Zahnarzt in Wien. Dr. Kirchner, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Wollen Sie Erdbeeren oder ein Gläschen Wein? Erdbeeren. Erdbeeren will er. Wow, ich kann Ihnen Erdbeeren holen. Herr Doktor. So viel Vitamine wie möglich. Herr Doktor, Sie erscheinen hier in einem relativ grotesken Outfit. Grotesk möchte ich nicht sagen. Es ist eine Zeit, 1870 ungefähr, wo die österreichische Zahnheilkunde einen besonderen Fortschritt gemacht hat. Und eigentlich die Zahnarztphobie heute der Vergangenheit angehören sollte. Diese Geräte, die Sie hier sehen, die ich mitgebracht habe, zeugen natürlich von einer Zeit davor, wo es wirklich zum Teil der Zahnheilkunde in Österreich, aber auch weltweit nicht sehr gut gegangen ist, wo Zähne gezogen wurden mit Pelikanen, wo also wirklich zum Teil den Menschen Angst und Bang geworden ist, wenn man so die Zähne herausgerissen hat. Ja. Damals wirklich noch reißen, aber auch wenn man irgendwelche Geräte wie diese sich anschaut, wo über einem Feuer solche Geräte brennend, glühend, heiß gemacht wurden und dann, darf ich mal probieren, bei Ihnen, können wir probieren? Ja, es ist eher an sich, bei der Lücke mache ich es am besten. Ja. Wenn man dann dort dieses glühend heiße Instrument hingehalten hat, um den Zahn auszuglühen, können Sie sich vorstellen, dass gleichzeitig Lippe, Zunge und alles andere mitverbrannt war, was auch den Umstehenden nicht ganz entgangen sein dürfte. Dr. Kirchner, ganz kurz nur, um es im Publikum zu erklären, Sie sind auch Leiter des Zahnärztlichen Museums in Wien. Richtig. Deswegen diese historischen Geräte und auch Ihr Aufzug. Ja. Sie sind aber auch praktizierender Zahnarzt immer noch. Mir fällt gerade auf, dass eine wahnsinnige Ähnlichkeit zwischen Ihnen und Herrn Stermann besteht. Ist das jetzt ein Kompliment für ihn oder für mich? Für Stermann. Für Stermann, das ist... Oder? Das sieht echt so aus wie Dankeschön. Zwillinge nach der Geburt getrennt. Kann sich ja so auch gleichzeitig... Sie sind auch etwa im gleichen Alter, nehme ich an. Das würde ich Ihnen jetzt fragen müssen, aber ich würde sagen, darüber reden wir nicht. Sie sind ja hierher gekommen, um mit uns über Zähne zu reden und über die Angst vor dem Zahnarzt. Glauben Sie, dass die Angst früher begründeter war als heute? Sicherlich. Also ich würde gerade sagen, deswegen auch dieses Outfit, weil eben in dieser Zeit ein großer Fortschritt gemacht wurde, weil viele Dinge entwickelt wurden, von denen wir heute noch immer zehren. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass diese ganzen Dinge erhalten bleiben, damit wir wissen, wie gut es uns heute eigentlich geht und dass man den Menschen auch die Angst, die sie eigentlich haben und die sie mit zum Teil auch traditioniert übernommen haben, dass diese Angst eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Warum ist es eigentlich so, dass man so viele Zähne hat, nämlich 32, warum hat man nicht einfach einen großen? Ich würde sagen, es gibt ja auch viele Zahnärzte, also man muss ja auch so sehen. Aber es ist sicherlich, wenn man es entwicklungsgeschichtlich sieht, eine Genese, die wir auch zum Teil von unseren Vorfahren übernommen haben, wenn wir denken, dass die Affen das gleiche Gebiss haben wie wir. Nicht? Die Neuweltaffen, Altweltaffen haben um einen Prämolar mehr. Um einen was mehr? Prämolaren, um einen Zahn mehr. Ehrlich? Die haben 33 Zähne. Ja. Sie sind ja Zahnarzt in Österreich. 33, 1, 2, 3, 4 Zähne mehr. Sie sind ja Zahnarzt in Österreich. Ja. Ist es für einen österreichischen Zahnarzt eigentlich kränkend, dass alle Ostösterreicher zumindest nach Ungarn gehen, sodass Österreich mehr oder weniger nur eine Art Wartezimmer für Ungarn geworden ist? Nein, das glaube ich nicht. Also auch jetzt im Beitritt der EU haben wir gesehen, dass sich die Möglichkeiten von Patienten, die jetzt Billigprodukte suchen, schon in die Ukraine erweitert haben. Also ich glaube, es ist so, dass im Rahmen der EU sich diese Unterschiede sehr weit und sehr bald ausgleichen werden. Dr. Kirchner, bei vielen Zahnarztphobikern ist es ja so, dass gar nicht die Behandlung die große Angst macht, sondern oft ist es schon der Geruch in der Zahnarztpraxis oder die Geräusche, diese Bohrgeräusche, die da raustönen. Könnte man da nicht was ändern? Ist es nicht möglich, den Geruch in Zahnarztpraxen zu ändern? Also den Geruch am wenigsten, weil das sind meistens Desinfektionsmittel, die dazu führen oder irgendwelche Sterilisationsmaßnahmen, zu denen wir Zahnärzte ja immer in stärkerem Maße noch verdonnert werden und immer noch mehr und noch mehr. Die Zeit, wo wir noch so behandelt haben, gehört ja schon der Vergangenheit an, aber die Geräusche werden ja zum Teil schon dadurch reduziert, dass man den Patienten jetzt Kopfhörer aufsetzt, irgendwelche tolle Musik einspielt und so weiter. Ja. Wären Sie bereit, live in dieser Sendung eine Zahnbehandlung durchzuführen, wie sie im Jahre 1870 gemacht worden ist? Selbstverständlich. Vielleicht bei unserem Mann im Schrank. Wir haben einen Mann, der seit 22 Jahren im Schrank lebt. Herr der Arme. Baumann. Hallo, ja. Darf ich rein? Ja, ich esse gerade. Hallo. Ich esse gerade.
Ich weiß nicht, erwischt.